Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte mit euch heute gerne eine Visualisierungsübung machen. Vielleicht ist es für euch das erste Mal, dass ihr so eine Art von Übung macht. Ist völlig okay, das kann jeder. Und auch in diesem Fall ist wie immer, Übung macht den Meister. Und in dieser Visualisierungsübung wird es um Folgendes gehen. Ich sage ja immer, dass ihr die Macht habt, die Möglichkeiten habt, euch das Leben zu erschaffen, das ihr euch wünscht. Das Leben, was ihr wünscht, das könnt ihr gestalten. Und dann habe ich manchmal Frauen im Coaching, die so sagen, aber ich weiß gar nicht, was ich mir wünsche. Ich weiß gar nicht, wie mein Leben aussehen soll, damit ich mich wieder glücklicher, freier fühle und mehr Leichtigkeit empfinden kann. Und dann machen wir immer ganz am Anfang in den ersten Coaching-Sessions gerne diese Visualisierungsübung, die Frauen dann auch öfter zu Hause machen, weil am Anfang stockt das vielleicht noch und wenn man das öfter gemacht hat, dann kann das viel, viel besser fließen und ihr werdet noch bessere Ergebnisse damit erzielen. Ihr könnt diese Visualisierungsübung im Liegen oder im Sitzen machen. Ich werde sie wie immer sehr kurz halten. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht einfach längere Zeit, dann dehnt es einfach länger für euch aus. Und macht es so oft, wie ihr mögt und wie sich das gut für euch anfühlt. Ich finde solche Visualisierungsübungen immer wunderschön, weil die einem ein ganz, ganz tolles Gefühl auch vermitteln, was ganz, ganz Tolles mit einem machen. Sorge dafür, dass du in den nächsten Minuten nicht gestört wirst. Lege oder setze dich bequem hin und komme zur Ruhe. Schließe deine Augen. Atme einmal tief in den Bauch ein, halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Und lass deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Und geh mit deiner Aufmerksamkeit jetzt in deinen Herzraum. Stell dir in deinem Herzraum eine kleine gelbe Sonne vor. Und weil du deinem Herzraum Aufmerksamkeit schenkst, wird direkt dein Herzchakra aktiviert. Das Chakra für die Selbstliebe. Und lass diese kleine Sonne in deinem Herzen jetzt scheinen und ihre Strahlen füllen deinen ganzen Körper aus. Ihre Strahlen reichen bis zu deinem Kopf, bis zu deinen Fingern, bis zu deinen Füßen. Und die Sonne wird immer größer und größer und strahlt immer mehr aus, bis dein ganzer Körper in dieses Sonnenlicht getaucht ist, von diesem Sonnenlicht durchflutet ist. Und das Sonnenlicht dehnt sich auch über deinen Körper hinaus aus und durchflutet den Raum, die Gegend, in der du dich befindest. Spür da hinein und genieße dieses Gefühl. Und mit diesen Emotionen starten wir jetzt unsere Visualisierungsübung. Alles, was jetzt kommt, darf genau so sein. Es gibt kein richtig oder falsch. Alles, was sich dir jetzt zeigt, ist willkommen. Mach dir keinen Druck, wenn du am Anfang nicht so viel siehst. Manche Menschen müssen erst die Türen zu ihrem Unterbewusstsein öffnen, weit öffnen, damit so eine Visualisierungsübung gut gelingen kann. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Wie sieht der perfekte Tag in deinem Wunschleben aus? Wo wachst du auf und mit wem? Wie fühlst du dich? Wie sieht es um dich herum aus und was geschieht als nächstes? Und so durchlaufe einen ganzen Tag in deinem Wunschleben. Visualisiere dir deinen Tag voller Leichtigkeit und Freude und in Fülle,
Es ist genug von allem da. Zeit, Liebe, Geld. Und in dieser Visualisierungsübung gibt es kein Wenn und Aber. Alles ist erlaubt, alles darf sein. Es darf sich dir jetzt alles zeigen, was du dir innerlich sehnlichst wünschst. Und es ist egal, ob das jetzt schon da ist oder noch nicht, ob es für dich unvorstellbar scheint, dass dein Leben jemals so aussehen wird. Alles darf jetzt sein, heiße alles willkommen. Wie gestaltest du deinen Tag? Wo bist du? Mit wem bist du? Wie fühlst du dich? Und was möchtest du erleben an diesem perfekten Tag in deinem Wunschleben? Was möchtest du tun? Schau mal, wenn du ganz aktiv die Frage stellst, was möchte ich tun in meinem Wunschleben? Was sich dir dann zeigt und was passiert? Und so durchlebst du im Zeitraffer einen ganzen Tag in deinem Wunschleben, von morgens bis abends. Mit Menschen, die du liebst. Und geh weg von Dingen, von denen du annimmst, dass sie so sein sollten. Oder Ansichten, die deine Familie, deine Kollegen, deine Bekannten und Freunde haben, wie dein Leben sein sollte. Diese Übung findet in dir statt, in deinem Herzraum. Und dort ist ein geschützter Raum, in dem du dich sicher fühlen kannst. Und alles denken, fühlen und sehen kannst, was du möchtest. Es gibt niemanden, der jetzt urteilt. Es gibt gerade nichts zu tun, außer dich deiner Zukunftsvision hinzugeben. Und am Abend liegst du dann in deinem Bett, in deiner Traumwohnung, in deiner Traumgegend mit deinen Lieblingsmenschen und bist erfüllt von diesem Tag, von diesem perfekten Tag in deinem Wunschleben. Und dann wird es auch Zeit, ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Atme tief in den Bauch ein, nimm frische neue Energie auf und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Und spür jetzt für ein paar Momente noch diesen Gefühlen nach, die sich jetzt bei dir eingestellt haben. Und werde dann aktiv. Überlege dir, was du tun kannst, und du kannst so viel tun, um deine Wunschvision deines Lebens real werden zu lassen. Und ich würde mir freuen, wenn du mir jetzt eine Nachricht schreibst und mir vielleicht in Auszügen davon erzählst, wie dein Wunschleben mal aussehen soll. Und wenn du Fragen hast, wie du dahin kommen kannst, dann frag mich sehr gerne und wir schauen gemeinsam, wie dein Weg dahin aussehen könnte. Ich hoffe, dieses Video und diese Übung haben dir wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!